Der ist richtig böse. Wahnsinn. Alter Schwede. Das ganze Auto geht so, wenn man Gas gibt. Boah, gut. Jetzt muss ich leider die Kamera weg dann zum Reinfahren. Wie geht's denn? Gut. Ich meine nicht dir, sondern so. Im Auto. Im Auto? Ist gut. Ja. Ja. Hast du viel Rost gefunden? Nein. Sehr. Ja. Ich habe schon gedacht, weil ich habe nur ganz wenig Nadeln gehört, nur eine Stunde höchstens. Dann schauen wir uns das mal an. Ne? Ja, schaut mal sehr schön aus. Der hat auch nicht viel Kilometer, der hat keine 10.000 Kilometer. Vielleicht ganz wenig bei den Achsen, ein bisschen Rost. Kann man jetzt sehr gut mit einem Karlein Rostock Reimer verlangsamen. Speziell da, das war ganz übel, wenn das fest zum Rosten beginnt, das wäre nicht gut. Da muss man dann einen schönen Hohlraumschutz reinbringen. Kann man mit unseren Sonden perfekt erledigen durch die Löcher da. Perfekt. Ah, ist toll. Wäre eine tolle Konservierung. Ja, schaut sehr gut aus. Gut. Die Karosserie ist relativ rostfrei. Da habe ich von einem Tesla. Ja. Sieht man das schwarz und beleuchten wieder? Von einem Tesla so Aufnahmen hergenommen. Vom Christoph sein die noch. Vom Christoph Mahnkopf vom Tesla. Ja, da war, vorne ist das leider nicht gegangen. Das wäre vielleicht an dem Loch möglich gewesen, aber da war so Plastik im Weg und dann haben wir doch die Kante genommen. Aber für diese Kante zum Aufheben muss man eigentlich diesen Plastikeinstieg da, diese Plastikverkleidung abbauen, sonst verbiegt die total. Dann habe ich mir gedacht, da schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Ne? Dann haben wir hier Löcher zum Reingehen mit der Sonde. Und was ist passiert? Jetzt kann ich es euch leider nicht sagen. Da ist alles ausgeschäumt. Da sieht man es. Ah. Schwarz und beleuchten wieder mal. Da ist wirklich der ganze Einstieg Schaum drinnen. So wie früher bei die Alpha hat der Ulmer Nitto geschrieben. Oder bei die VW Käfer habe ich es gesehen. Hinten bei der Seitenwand. Ausgeschäumt. Wahnsinn, oder? Ja. Da auch. Ja klar, beide Seiten. Ist logisch. Ja, ist zach. Die hole ich dann noch raus. Und dann, Hohlräume sind relativ leicht zu machen da, mit der Sonde ist super. Überall schöne Löcher, wo man weit kommt mit der Sonde, einfach klasse gemacht. Da vorne ist auch wenig Rost, ganz toll, also den kann man jetzt noch sehr gut konservieren. Da freuen wir uns schon drauf. Ah ja, da muss er noch abdecken, deswegen ist er noch nicht fertig. Klasse, klasse, klasse.
Ein geiles Auto, kriegt eine super geile Konservierung mit High Performance Wachs. Lass mal den Simon noch fertig abdecken. Dann spritzt er den Karl an Rostock drauf und dann schauen wir vielleicht nochmal durch. Achso, der Flatti möchte schon längst spazieren gehen, gell? Hm? Ist schon so weit, gehen wir spazieren, ja? Hm? Ja, spazieren. Ah, denen macht der Regen einfach auch nichts aus. Momentan regnet es noch ganz wenig. Dann werden wir die Gelegenheit gleich beim Schopfe backen. Ja. Ja. Tödlicher Geruch. Sieht schon so einfach fett ist. Seil wechseln, Mann. Du sagst einfach, ich würde sagen, zum Davonlaufen. Ja, Wahnsinn. Das Seil wird jetzt getauscht. Und dann geht vielleicht die Do-it-yourself-Bühne nächste Zeit mal schauen. Thank you.
Der hat gar keine Schutzbleche. Wahnsinn. Keine Schutzbleche beim Dodge. Wahnsinn. Ja, schöne Versiegelung wieder. Innen und außen sozusagen. Sozusagen. Gut. Zusammenbauen. Zusammenbauen. Fertig, der V8. Dodge Challenger. Alles fertig. Das ist das Plastik, wo ich gesagt habe, deswegen haben wir da nicht anheben können. Und das war so ein bisschen zart und reingeriechen zu den ganzen Klammern. Deswegen haben wir eben da aufgehoben. Und das müssen wir noch anbauen, das geht erst draußen. Und der ist wirklich bis komplett vorne ausgeschäumt. Da haben wir ein bisschen was reingebracht, aber nicht viel. Das sind leider zufällige so Hohlräume. Da ist überall Schaum drin. Ja. Mein Kampf so lange. Gut, aber auch klack. Ah. Sind Sie zufrieden? Bei mir arbeitet jemand, der hat gesagt, der Dacia hat die bessere Qualität an Klammern und Schrauben. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ah. Ja, das sind die Obler. Ich schmeiß damit wertvollen Sachen. Das sind die originalen Klammern. Und die gehen nur rein. Raus sind sie kaputt, ne? Weil das sind so Widerhaken. Jetzt müssen wir die billigen chinesischen nehmen. Die gehen aber auch. Das Ding hält. Und sonst muss der Besitzer halt neue kaufen. Dann hat er wieder Original. Qualität ist nicht verbessert, aber original. Okay. Schauen, die Tür zu gehen. Ah, so. Passt alles. Na, da vorne. Ja, da war ich noch nicht. Okay. Oh. Au. Wieso liegen eigentlich die alten Männer im Dreck und die Jungen dann viel? Das ist ja unfair. Ja, sonst ist es immer andersrum. Ja, stimmt. Warte, der muss meiner Meinung nach dahin. Echt, hinten oder? Rein, oder nicht? Weil die Blende habe ich im Auto liegen, weißt du, das passt schon. Ach so? Ja. Okay. Die habe ich dann noch nicht gezeigt. Halt. So ist eine Blende und zwar. Es wird einfach aufgesteckt, oder?
Die klemmen alle Klammern. Oh ja. Dass sie nicht zollen. Die ist auch. Ja. Das ist alles total zart, aber jetzt geht's schon. Jo. So. Wie war das? So wie kolliert, ne? Da ist auch hin. Jo. Das ist echt keine gute Qualität. Da hat mein Mitarbeiter recht gehabt. Ah, ne? Also das muss man schauen, was das für gelungen ist. Das ist so. Zusammen. So was muss da mal einfallen. Ne? Oh wei, oh wei, oh wei. Das ist eigentlich nur eine Führung da, weißt du, da muss da rein. Ja. Und das andere ist eine Lasche, die abgerissen ist. Das wird nicht mehr halten. So, im Sinne des Erfindens, das wird es nicht mehr halten. Nein, das geht so nicht. Warte mal. Jawohl, das muss so sein. Ja. Ich hab's. Die Klammer muss man raustun. Ist die nicht abgerissen? Nein. Die, so. Die ist nur da kaputt gegangen. Aber wenn man das jetzt so macht. Ne, jo. Wenn man es richtig haltet, halt, wie geht das? Ah, da ist er. Warte mal, wie geht denn das? So war das, ne? Yes! Und jetzt gehen diese brutalen Klammern da rein. Ja. Und dann kommen. Achso, das war's schon, oder was? Das sind wieder andere. Wo die sind die? Für hinten wahrscheinlich, oder? Ja, stimmt, die sind für hinten, du hast recht. Bist jetzt müde? Ja, ja, schon, gell? War schon Auftakt. Ja. War schon. Großes Auto. Großes Auto. Für einen Sportwagen eigentlich riesig. Ja. Stimmt. Ja. Haben wir wieder Wochenende, fein. Wir sind so froh. Wir sind schon wieder so müde, gell? Übel müde, du nicht, gell? Nein. Ich könnte noch einen machen. Also, es würden sich genug freiwillig melden und dir ein Auto bringen. Ja, ein bisschen Erholungszeit ist wichtig und Montag legen wir wieder los. Ja, ja, BMW, X5 und Hilux. Genau. Dann schauen wir, wie es weitergeht. Euch viel Dank. Bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.